Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der vierte Part meines 100 Baby Challenge Speedruns. Viel Spaß! Heute geht es wieder mit unserem Speedrun weiter und Spoiler, wir werden endlich zweistellig. Also heute kommen wir endlich über die 10 Kinder hinaus. Falls du gerne live bei dieser Challenge dabei sein würdest, dann vergiss nicht auch auf Twitch vorbeizuschauen. Aber jetzt starten wir gleich in den Part hinein. Also Lea hat betörend. Die haben alle betörend. Okay, die haben alle betörend. Genau, dann haben noch drei Geburtstag. Genau. Berbelus, Laurent und Misty. Okay, perfekt. Dann füg du mal Geburtstagskerzen hinzu, Misty. Berbelus, komm runter, du hast bald Geburtstag. Und dann hat auch noch Laurent Geburtstag. Gut, Berbelus hat jetzt Geburtstag, dann noch Misty und dann noch Laurent, so heißt. Und Berbelus ist älter geworden. Und er ist Hersteller und liebt die Natur. Ja, geben wir ihm einfach Natur, hätte ich gesagt. Was ist denn das? Ach, Dschungelforscher. Outdoor-Fan. Berbelus ist Outdoor-Fan. Wie siehst du aus? Warum siehst denn du so alt aus? Okay, wir schauen sie uns nachher an. Laurent, jetzt ist dein Part ist gekommen. Und als nächstes hat dann noch unsere Misty Geburtstag. Du kannst auch gleich Geburtstagskerzen hinzufügen. Was würdest du hier? Feind machen. Ach ja, die ist ja böse. Der Laurent und die Misty sind ja unsere Bösen. Er ist böse und Recycling-Fan. Na, das ist eine schöne Kombination. Dann geben wir ihm einfach Staatsfeind. Ja, er wird ein Staatsfeind. Und unsere Misty? Wissen wir noch nicht, was sie wird. Bin schon sehr gespannt. Keiner greift den Kuchen an, übrigens. Da sitzt ja ein Kind drin. Was tust du da drin, Clodilus? Clotildus, ich kann deinen Namen einfach nicht aussprechen. Tut mir leid, Babyboy. Oh, perfekt. Misty ist einfach böse und ein Snob. Großartig. Großartig. Wird sie auch ein Staatsfeind? Oder wird sie gemeine... Sie wird gemeine Herzensbrecherin. Sie hat einfach graue Haare? Misty! Wieso siehst du denn jetzt schon aus wie 100? Vor allem, sie hat auch ein bisschen eine Oma-Frisur. Aber okay, das ist jetzt so. Okay, also. Morgen haben dann die kleinen Geburtstag. Dann Clotildus und dann Lea. Das sind die süßesten Babys bis jetzt, finde ich. Einen Tag später haben dann Berbelus 2 und Berbelus 3 Geburtstag. Und am Mittwoch werden dann tatsächlich Berbelus, Laurent und Misty schon erwachsen. Und da ist auch Weihnachten. Da sollte Väterchen Frost kommen. Bin sehr gespannt, ob dann der Doppelgänger von Clemens kommt. Wäre ja lustig. Okay, ich speichere mal wieder. Gut, aber Misty, du kannst dich gleich mal um was kümmern. Du bringst nämlich den Ich nenne ihn jetzt einfach nur mal Klo, okay? Ich vergesse immer, wie er wirklich heißt. Du bringst einfach den Klo jetzt ins Bett. Clotildus. Und dann Celino hat Hunger. Celino hat Hunger. Haben wir noch Essen? Gut, dann iss hier mal was. Und dann kannst du schlafen gehen. Sonst wachst du in 2 Stunden wieder auf und nervst alle. Das wissen wir, das kennen wir schon. Also nicht von dir, aber generell von Sims-Kleinkindern. Das ist immer so. Och, dir geht's ja auch unglaublich schlecht. Wo bist denn du eigentlich? Ach, da. Ja gut, dann isst du jetzt auch mal was, hätte ich gesagt. Komm mal her und iss was. Iss bitte was, Lea. Okay. Lea isst was und dann kannst du allein aufs Klo? Ja. Dann geh aufs Töpfchen und dann geh schlafen. So. Celino geht's noch immer schlecht, aber die geht jetzt auch ins Bett. Sehr gut. Was alle anderen machen, ist mir eigentlich ziemlich egal. Clemens, sein Baby sollte auch bald kommen. Oder seine Babys. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, ich kaufe zur Sicherheit mal ein paar mehr Wiegen, weil es doch mehr Babys geben sollte. Vielleicht hängt das Spiel ab, mehr Babys zu bekommen. Versteht ihr, was ich meine? Weil es könnten ja rein theoretisch auch 5 Babys werden. Vielleicht brauchen wir da 5 Wiegen. Ich glaube, ich mache das da ein bisschen... Wieso? Wieso sollte das so sein? Ich
So, und dann noch ein Bett. Stellen wir es einfach hier hin. Okay. Warum gehst denn du nicht ins Bett? Ach, weil du ohnmächtig geworden bist. Kannst du nicht aufs Klo gehen allein? Geh aufs Töpfchen und du gehst schlafen. Okay. Dann geht Selino jetzt mal aufs Töpfchen. Nein. Oh, ist das nervig. Werbelos hat die Schelmfähigkeit erworben. Sag mal, seit der Geburtstag halt steht der nur da. Wieso bewegt denn der sich eigentlich nicht? Geh mal aufs Klo, dann geh duschen, dann geh schlafen. Das war jetzt meine Idee für dich. Und du auch. Was ist los mit euch? Ihr schafft es nicht mal, euch um euch selbst zu kümmern, obwohl ihr erwachsen seid. Toll. Was, die haben schon wieder Geburtstag? Ach ja, die haben schon wieder Geburtstag. Heute. Heute werden die Kleinkinder zu Kindern. Was ist mit den Sims? Warum sind die so blöd? Könnt ihr nicht einfach irgendwelche Sachen... Geh mal was essen. Dann geh schlafen. Laurent. Die sind irgendwie... Irgendwie sind die Sims alle ein bisschen blöd, finde ich. Die können sich nicht um sich selbst kümmern. Die brauchen immer mich für alles. Nein, gehst auch du schlafen. Wem hast du denn eine Stimmung? Mit Clemens? Oh süß, freundlicher Rat. Wann haben wir ihr denn einen Rat gegeben? Ich krieg gar nichts mehr mit, was in der Familie passiert. Ja gut, wenigstens Clemens geht gut. Wieso trinkst denn du jetzt einen Kaffee? Geh schlafen! Kannst du bitte ins Bett gehen? Oh mein Gott, du bist so ein blöder Sim. Ich möchte, dass du gleich ausziehst, Bärbelduss. Kannst du nicht einfach schlafen gehen? Das war doch dein Bett, oder? Auf Kaffee zu trinken. Geh ins Bett, Bärbelduss. Bärbelduss. Und die essen nicht. Ich verstehe nicht, was los ist. Okay, jetzt unterhält sich Clemens gerade mit der Butlerin. Also, heute haben wieder... Geburtstag, genau. Die Drillinge. Lea, Celino und Clotilus. Gut. Was machen wir als nächstes? Also, die schlafen mal endlich, weil irgendwie können die sich nicht um sich selbst kümmern. Schon wieder. Misty, was ist mit dir? Warum gehst du nicht essen und schlafen? Nein, sie möchte hier am Laufband laufen. Iss doch den Obstsalat. Ich hoffe, du träumst vom Bärbelduss. Und hier ist ein unser Bärbelduss, Bärbelduss 2. Spricht mit einem Baum? Er fragt die Karottenpflanze nach Würmern. Bärbelduss 3 schläft im Bett ihres Vaters. Okay. Wow, es ist echt verwirrend. Wir können jetzt auch mal kurz reisen und schauen, ob wir noch wen kennenlernen, damit wir gleich jemanden kennenlernen können fürs nächste Baby. Reisen wir mal hier ins Badehaus. Da waren wir noch nicht. Hier ist ein Mann. Wer bist du? Riku, wir stellen uns mal kokett vor bei ihm. Vielleicht wird er ja unser nächster Baby-Daddy. Also wir sind ja noch schwanger, aber wir können ja schon mal vorausplanen, oder? Clemens stellt sich jetzt mal bei Riku kokett vor und... Ja, perfekt, sieht sehr gut aus. Er ist auch direkt kokett und sie haben schon eine Liebesleiste. Wow. Dann verschönern wir ihm mal den Tag. Sprechen über das sonnige Wetter, warum auch nicht, das macht man so, habe ich gehört. Und dann können wir ihn gleich mal betören. Dann werden wir ihn mal nach seinem Liebesleben fragen, warum auch immer. Ja gut, die verstehen sich ja schon sehr gut, biet ihm mal eine Rose an. Schade, dass er schon schwanger ist, sonst könnten sie jetzt direkt ein Baby machen. Aha, er mag die Lampe nicht. Mach ihm nochmal ein Kompliment über sein Outfit. Und dann könntest du ihn eigentlich gleich mal küssen. Hände küssen. Weil immerhin, wenn wir ihn jetzt küssen, dann haben wir ihn gleich für nächstes Mal. Da müssen wir nur mal einladen und sie können Baby machen. Direkt Baby machen. Und dann machen wir ihm noch ein Kompliment über sein Aussehen. Finde ich auch sehr cool, dass Väterchen Frost das anhat und er das. Passt auch sehr gut. Ja, dann können sie sich gleich mal küssen. Süß. Süß, süß, süß. Gut. Dann hätten wir schon wieder den nächsten in der Tasche, so heißt's. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Babys kommen. Wisst ihr noch, wann ich ihm das gegeben habe? Ich glaube, Clemens bleibt jetzt auch noch ein bisschen hier, weil zu Hause warten wieder 1000 Kinder auf ihn und das ist wieder sehr stressig.
Dann kauft ihr hier mal was zu essen. Und vielleicht, ich glaube, hier können wir doch ein Nickerchen machen. Ach so. Schwanger kann man nicht in die heiße Quelle. Stimmt. Hier draußen kann man, nein. Gibt es hier nichts zum Nickerchen machen? Black Five Burger. Ja gut, kauft ihr das. Wir haben genug Geld. Wir sind der Weihnachtsmann. Bei dem können wir uns auch mal vorstellen. Gunther. Das mache ich jetzt nicht, weil daran können Sims sterben. Und ich möchte nicht, dass Clemens stirbt. Dann verschönern wir mal den Tag. Hier bleibt da, Gunther. Ich verstehe nicht, warum die Sims da immer duschen wollen. Das ergibt keinen Sinn. Gut, reisen wir am besten wieder zurück zu unserer Lieblingsbar. Da können wir essen und ein bisschen schlafen. Und dann werden wir wieder nach Hause gehen, denn dann haben ja schon wieder Babys von uns Geburtstag. Also die Drillinge haben heute Geburtstag und bald sollten auch die neuen Babys kommen. Wow, es ist echt stressig. Echt, echt stressig. Aber was habe ich mir erwartet? Bei einem 100 Baby Challenge Speedrun. Das kann ja nur stressig sein. Gut. Und hier sind wir. Bestell dir gleich mal was zu essen. Einfach fritten und dann gehst du mal eine Runde schlafen. Ich glaube nämlich, die Babys kommen sehr bald. Unser Babysitter hat sich verliebt. Finde ich spannend für das, dass er eigentlich nur bei uns zu Hause ist. Ich weiß nicht, wo er Nina Caliente kennengelernt hat. Wieso sind da schon wieder so viele Kinder? Das ist sehr creepy. Es wirkt fast so, als würden die alle gern wollen, dass Clemens sie adoptiert. Ja. Gut, dann werden wir jetzt Kinder bekommen. Baby bekommen. Ich bin schon sehr gespannt, wie viele es diesmal werden. Also ein paar Namen haben wir schon. Die sind schon fix. Ich muss nur auf meine Liste schauen. Level 10 der Charisma-Fähigkeit erreichen. Hä? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Okay, Clemens bekommt ein Baby. So, das erste Baby heißt, glaube ich, Loki. Ich muss nochmal auf meine Liste schauen. Ein Mädchen. Und das erste Baby heißt Loki. Loki. Und gibt es noch ein Baby? Noch ein Baby. Noch ein Mädchen. Das zweite Baby heißt... Moment, wo ist meine Liste? Misty Go-Go. Okay, passt auch sehr gut, muss ich sagen. Misty Go-Go. Kommt noch ein Baby? Noch ein Baby. Ein Junge. Wow, okay. Dr. Luftikus haben wir jetzt. Ich glaube, das wollte Tarina. Die ist leider nicht mehr da, aber es gibt einen Dr. Luftikus. Okay, noch eins. Wow, jetzt haben wir schon vier, oder? Oh Gott. Oh Gott. Der ist dann Plumbob. Junge, sehr gut. Plumbob. Gut, das war's jetzt aber, oder? Noch eins? Es heißt Odin. Gut, ja. Fünf Babys, schön. Gehen wir das mal beim Counter hinzu. Fünflinge. Clemens und Shigeru haben Fünflinge. Wer ist nochmal Shigeru? Wer war der Vater? Wo ist denn der? Ach, der Shigeru Nishidake. Oh, der ist auch verheiratet. Ist jetzt halt belastend, aber das ist jetzt halt so. Kann man nichts machen. Shigeru. Das heißt, wir haben jetzt 13 Babys, oder? Eins, zwei, 3, 4, 5. Wow, das ging tatsächlich schnell. Das ist Loki. Gut. Loki wird als erstes älter. Zweites war Misty Go-Go. Oh Gott, diese Namen. dann haben wir... Jetzt habe ich die Reihenfolge voll vergessen. Dann war Dr. Luftikus. Stimmt. Also Loki ist mal älter geworden. Er ist engelsgleich. Oh, ist das süß. Dann hat unser... Dr. Luftikus Geburtstag. Dann Plumbob. Und dann Odin. Oh, die ist aber auch süß. Oh Gott, jetzt sind die so klein da unten. Wir haben zu viele Babys. Aber keine Sorge. Okay, heute werden die mal, die Drillinge mal zu Kindern. Das ist schon sehr gut. Und morgen haben voll viele Geburtstag. Ach, und am Mittwoch werden die erst zu Erwachsenen. Ja, never mind. Wir müssen noch uns ein bisschen mit so vielen im Haushalt herumschlagen. Aber das schaffen wir schon. Alles ist gut. Und was ist mit der Katze? Ja, die arme Katze. Die geht voll unter. Leider.
Okay. Das ist unsere süße Loki. Der Loki, die Loki, ich weiß nicht mal mehr, wer jetzt Junge und wer Mädchen ist. Ich weiß nicht, aber es ist irgendwie nicht richtig, oder? So viele Kleinkinder und Kinder hier unten zu sehen. Ich finde das nicht richtig. Gut, und das nächste Baby hat Geburtstag. Wer hat diesmal Geburtstag? Ich weiß nicht mehr. Dr. Luftikus ist älter geworden. Er ist albern. Oh, süß. Können wir jetzt kurz speichern? Nein, okay. Egal. Ja, alle haben Hunger. Lass sie mal schnell älter werden. So viele Babys, so viele Geburtstage. Gut. Das nächste hat Geburtstag, ich glaube, Plumbob, oder? Ach, ich komme schon so durcheinander. Plumbob, ja. Plumbob ist anhänglich. Ach, die sind da unten alle so klein und schauen alle so gleich aus. Kannst du jetzt bitte noch Odin Geburtstag haben lassen? Odin ist älter geworden und ist neugierig. Sehr cool. Jetzt hatten die alle Geburtstag. Als nächstes haben jetzt die anderen Geburtstag. Haben wir noch den Kuchen? Ich weiß jetzt nicht mehr, wer Geburtstag hat, aber der Kalender sagt uns das gleich. Aber heute haben Geburtstag, genau, Celino Mario, Clotildus und Lea. Lea ist das beste Kind, weil sie hat einen kurzen Namen, das gefällt mir. Das kann ich mir vielleicht sogar merken. Gut, dann haben wir hier eine Schokotorte. Die hat sogar noch Kerzen drauf. Perfekt. Dann können die Kids das eigentlich selbst machen. Helfen, Kerzen auszublasen. Genau. Celino. Also, heute hat wer hat Geburtstag? Celino. Dann noch die Lea. Hier sitzen. Und dann noch Clotilidus. Hier sitzen. Gut. Und dann hat jetzt unser Celino Geburtstag. Wie wird Celino wohl aussehen? Ich habe viel Hoffnung. Kind des Meeres, alles klar. Dann geben wir ihm einfach mal sozial. War da nicht ein blondes Baby? Wieso hast du jetzt schwarze Haare, Celino? Ach, ich kenne mich nicht mehr aus. Gut. Dann als nächstes hat Geburtstag. Helfen, Kerzen auszublasen. Clotildus. Ja. Wieso stehen die eigentlich ineinander? Was ist das? Clotildus. Okay. Dann fügst du gleich nochmal. Er ist vegetarisch. Oh, das wird anstrengend. Der wird sicher versehentlich die ganze Zeit Fleisch essen. Ja, geben wir dem einfach auch Motorik. Ich mache damit ja eh nichts. Die müssten sich ihr selbst um ihr Bestreben kümmern, aber das tut niemand. Gut. Und wir fügen wieder Kerzen hinzu. Und einen Geburtstag feiern wir heute noch. Und zwar von der Lea. Wow, ist das stressig. Dann haben wir morgen. Werden die dann zu Teenagern und die zu Kindern? Ach, die ganzen neuen. Okay. Oh, wow. Ich habe so den Überblick verloren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob ihr irgendwie den Überblick behalten habt, aber ich kenne mich gar nicht mehr aus. Welche Kinder was machen. Ich check nichts mehr. Absolut gar nichts mehr. Gibst du Lea bitte wieder her? Wieso trägt die Butlerin denn jetzt Lea? Lea muss Geburtstag haben. Lea, lass dich nicht von der Butlerin tragen. Gut. Dann hat Lea jetzt Geburtstag. Das ist doch schön. Jetzt singen die auch noch ein schönes Lied. Ach, ich finde das super. Perfekt. Und unsere Lea ist ein Bücherwurm. Sehr süß. Dann geben wir ihr einfach auch das mentale Bestreben. Unerwünschtes Geschenk. Ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt. Ich möchte es mit einem Freund tauschen oder zurückgeben. Kann ich das machen? Ich weiß jetzt nicht, wie gut Clemens ist. Also als Vater würde ich ihn jetzt nicht so gut einstufen, wenn ich ehrlich bin. Aber er ist der Weihnachtsmann. Also er schenkt die Geschenke her. Das heißt, er findet natürlich, jeder muss das Geschenk behalten, wenn es für einen gedacht ist. Deshalb sagen wir, das Geschenk war für dich gedacht. Sei dankbar. Lilith? Wieso hat Lilith Lea dann ein Geschenk geschickt? Hä? Wo ist denn Lea? Ach, warum wechseln die denn alle die Haarfarben, wenn die älter werden? Ich verstehe gar nichts mehr. Ach, weil Lea ihre, weil Lilith ihre Tante ist. Ach, Caleb hat sogar noch ein Kind. Ja, schön. Wow. Der Stammbaum ist einfach schon so riesig. Schaut euch das an. Das sind alles unsere Kinder. Wir haben einfach 13 Babys. Wahnsinn. Okay, gut.
Also, dann gehen wir jetzt in die Bar. Dort werden wir wieder jemanden aufreißen und ein neues Baby machen. Und dann werden wir... Was werden wir dann machen? Uns dort um die Bedürfnisse kümmern und wahrscheinlich noch ein bisschen dort bleiben. Weil, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, es stresst mich, in dem Haushalt zu sein, wenn da so viele Babys sind. Und wir sind wieder da. Es ist Guys Night. Gentlemen Sims können an der Bar reduzierte Getränke schlürfen. Das ist ja super, aber eigentlich möchte ich nur was essen. Wir essen die Fritten. Das sind einfach noch immer die Fritten, die wir vor 3 Tagen bestellt haben, oder? Laufen die nie ab? In 6 Stunden. Okay, vielleicht sind es doch nicht die. Gut, dann isst er jetzt Fritten. Und das ist kein Mann. Schade. Dann isst nochmal Fritten. Und dann kannst du schlafen gehen. Und dann suchen wir dir einen neuen Mann. Wieso kommen da immer nur Frauen? Es ist Guys Night. Ich verstehe es nicht. Clemens, wenn ein Mann kommt, stehst du wieder auf, okay? Ist das der Deal? Sehr gut. Wer ist das? Ach, das ist auch eine Frau. Wer kommt da? Oh, den hatten wir schon mal. Masaru. Wir stellen uns kokett bei Masaru vor. Der sieht doch süß aus. Ich glaube, das wird unser nächster Vater. Ach, er ist schon wieder halb nackt. Clemens ist irgendwie gern halb nackt. Weiß auch nicht, warum. Das ist sein Hobby? Nein, du sollst... Oder ist das? Nein, den kennen wir auch noch nicht. Verschöne ihm mal den Tag. Mach einen Anmachspruch. Und dann können wir ihn einmal betören. Oh, der hasst uns jetzt sicher, oder? Ich glaube, der hasst uns gleich. Oh ja, er wirkt nicht glücklich. Oh oh. Naja, kann man nichts machen. Wir haben eine Mission. Oh, die verstehen sich jetzt auch nicht mehr. Hey, was ist das? Wieso? Ich möchte, dass die noch schnell techtelmechteln. Oh oh, die verstehen sich gar nicht so gut. Ist schon zu spät, um jemanden einzuladen? Ja, oder? Ich würde irgendwie gern... Haben wir von ihm schon ein Baby? Ach, ich kenne mich nicht mal aus. Tsutsumu, nein, von dem haben wir noch keins. Können wir dich einladen? Kommst du dann her? Oder ist schon zu spät? Oh, er schläft. Ja, okay, wir müssen mit ihm jetzt ein Baby bekommen. Es geht nicht anders. Wir bilden mal eine Runde und dann werden wir über Kochen reden, von Herzen kommen, das Kompliment machen und den Tag verschönern. Die sind jetzt... Er ist jetzt ja sehr kokett. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich funktionieren. Wir werden mal flirten. Dann werden wir knuddeln. Nummern austauschen. Okay, jetzt funktioniert's. Sehr gut. Dann werden wir schnelle Wiedergutmachung. Ich glaube, das ist Techtelmechtel. Okay, ich dachte, es ist Techtelmechtel. Aber anscheinend nicht. Okay, wir erzählen ihm eine unglaubliche Geschichte. Und dann... Können wir ihn endlich küssen? Wir müssen schnell techtelmechteln. Wir brauchen mehr Babys. Wir haben erst 13. Okay. Achso, das ist der Falsche. Upsi. Oh oh, ich hätte fast den Falschen geküsst. Nein, 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 nein. Jetzt aus. Wir wollen... Der will gehen. Ich setze ihn mal zurück. Ich lasse ihn nicht gehen. Du bleibst jetzt da. Hä? Irgendwie glaube ich, der möchte gehen. Gib ihm ein lustiges Geschenk. Vielleicht bleibt er dann da. Hä? Kann mir wer erzählen, was da los ist? Irgendwie funktioniert das nicht. Und das war's schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!